Willkommen Leute zu einer neuen Mod-Review. Heute stelle ich euch den Super Heroes Unlimited Mod vor. Diese fügt euch ja neue Suits hinzu, neue Items, Tools und alles mögliche, aber mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich. Okay, hier wären wir auch schon wieder. Also wie gesagt, ganz viele neue Suits, Tools und so. Und dieses Video mache ich auf Nachfrage eines Abonnenten. Ich habe jetzt leider einen Namen nicht im Kopf, tut mir leid. Aber das ist halt sehr, sehr viel Aufwand, also das alles vorzubereiten und auch nachher, das Video wird auch ziemlich lang. Deswegen würde ich mich echt über 100 Likes freuen. Also drückt bitte den Like-Button nach oben und jetzt habe ich gerade Schluck auf. Vorab möchte ich auch sagen, ich bin jetzt ein totaler Noob in ganzen Marvel-Sachen, Heroes und so. Und deswegen seid mir nicht böse, wenn ich da irgendwie was nicht weiß oder wenn ich da irgendwie was Falsches sage. Also ich versuche jetzt nur das zu behaupten, was ich auch wirklich weiß. Okay, es gibt halt verschiedene Suits. Es gibt zum Beispiel hier den Deadpool und den, also Deadpool ist glaube ich eine Variante von Spider-Man, von einem normalen Spider-Man-Anzug. Und hier gibt es dann auch den Wolverine. Und falls jemand fragen möchte, was das hier für Teile sind für diese Armor-Stand-Teile, lass es vom Bibliocraft Mod einfach mal bei Google eingeben. Okay, dann gibt's hier noch Black Panther, Wasp, Aquaman, Green Arrow, Robin, Batgirl, Nightwing, Red Hood, Damon Wayne, Iron Man's Mark One Suit und Iron Man Hulkbuster. Das sind halt so zwei Iron Man Varianten. Dann hier zwei Varianten von Superman, einmal den normalen und den Man of Steel. Man of Steel meiner Meinung nach sieht irgendwie cool aus. Dann hier noch Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Merton Manhunter, Cyborg, Captain Marvel, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk und Ant-Man, also Ameisenmann. Eigentlich wirklich alles sehr coole Suits. Das Craften ist sehr aufwendig. Ihr braucht dafür sehr, ja, die ganzen, es sind hier ganz viele neue Ores und das ist einfach alles total aufwendig, deswegen holt euch Not Enough Items, einfach mal bei Google eingeben, für die richtige Version halt auch installieren und dann könnt ihr einfach so mit R, also Maus auf, Mauszeiger draufhalten und R drücken, dann seht ihr das Craft-Rezept. Das sind halt so die neuen Blöcke, könnt ihr euch einfach mal hier so ein bisschen angucken, also, ja, darauf gehe ich aber jetzt nicht näher ein. Dann gibt es hier verschiedene Tools, was macht das denn hier? Hier gibt es zum Beispiel diese Willpower-Tools, zum Beispiel Willpower, dieses hier, wenn man zum Beispiel jetzt im Survival-Modus ist, nein, Survival-Modus, nicht Adventure. Man sieht, man baut sehr schnell ab, aber es ist auch gleichzeitig ein Schwert. Extrem cool. Und auch sehr, sehr nützlich. Und dann gibt es ja noch die Kryptonit-Tools. Auch wirklich sehr cool. Dann gibt es hier noch diverse andere Tools. Die kann ich euch gleich zeigen. Erstmal möchte ich euch mal ein paar Super-Suits zeigen. Und zum Beispiel einmal möchte ich euch Spider-Man zeigen. Spider-Man hat man halt so einen Jump-Boost und ist halt stärker. Man hat diese Boosts bei jedem Champion, also man hat bestimmte Boosts immer. Halt nur, wenn man die anhat und wenn man zum Beispiel ein Rüstungsteil nicht anhat, dann ist dieser Boost auch nicht da. Black Panther, nein, die sind alle nicht so interessant, meiner Meinung nach. Ich zeig jetzt mal die coolen eigentlich. Sagen wir mal Man of Steel. Man kann halt im Creative Mode, auch im Survival Mode fliegen. Auch wirklich sehr cool und man ist auch stark und gleitet auch so zu Boden, man fällt nicht abrupt. Gut, dann machen wir jetzt einmal den Regen wieder aus. Regen, zack. Hier gibt es hier Batman ist nichts Besonderes. Flash ist halt sehr schnell. Ein bisschen zu schnell. Zack. Alles wieder hin. Dann gibt es hier noch Cyborg, der kann halt auch sozusagen fliegen. Leider ist die Rüstung schon benutzt. Ich hatte ja schon eine Aufnahme gemacht und die ist leider fail gewesen. Ich habe vergessen, mein Autosuit zu starten. Aber wie man sehen kann, ich kann sofort hochspringen und gleite langsam zum Boden. Und wenn ich, solange ich Leertaste halte, jetzt nicht mehr, ist sowieso ein Jetpack. Auch wirklich sehr nice. Dann gibt es hier noch Iron Man. Auch ein wirklich sehr, 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 sehr cooler Anzug. Besonders diese ganze Optik hier. Extrem nice. Und man kann halt auch fliegen durchgehend. Und man sinkt auch halt auch langsam. Sieht wirklich sehr cool aus. Dann auch noch ein sehr cooler ist der Hulk-Anzug. Damit ist man halt schnell und hat einen krassen Jump-Boost. Also Hulk bockt sich auch richtig, damit was zu machen. Also extrem cool.
Ja, ich zeige euch dann jetzt ein paar Items. Ich zeige euch nicht alle, also die ganzen zeige ich euch nicht. Was macht der Leder hier drin? Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Den Torhammer, das ist alles so ganz cool. Ja, es sind auch ein paar unnötige Sachen dabei. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Creative Mode und ich zeige jetzt einmal hier diese Joker-Karten. Die kann's einfach, kann man einfach werfen, machen nicht so viel Damage. Ich brauche jetzt eigentlich Platz im Inventar für Iron Golems. Deswegen, also die sind nicht so besonders, meiner Meinung nach, so ziemlich langweilig schon. Also sind halt aber auch trotzdem nützlich. Okay, dann machen wir weiter mit dem Sitauri-Zepter. Ja, 12 Damage und macht dann auch nochmal richtig viel Poison Damage. Also wirklich richtig krass. Dann gibt es hier noch die Scarecrow-Sense. Macht halt 10 Damage und macht halt auch Giftschaden. Auch wirklich sehr nice. Dann gibt es hier das Kryptonit-Sword. 13 Damage. Zack. Auch nicht schlecht. Dann gibt es hier den Green Arrow Bow. Der macht auch sau viel Damage. 38 Damage. Ja. Dann gibt es hier den Mjolnir. Der ist vom Tor auch krass. Also vom Schaden her, glaube ich, ist das das krasseste Item bei dieser Modifikation. Das macht nämlich 53 Damage. Two-Hit, ein Iron Golem. Ja, dann gibt es ja noch den Aquaman. Dreizack. Auch nicht schlecht. Oh, bist du nicht tot? Zack. Dann gibt es hier noch diese Wolverine's Claw. Die machen auch krass viel Damage. Und das gibt dann die auch noch in der blauen Variante. Die machen dann halt noch Giftschaden. Und dann gibt es hier noch die Pistole. Zack. Macht aber nur 9 Damage. Ist jetzt nicht so viel, aber. Oder war das 6 Damage? 10, okay. Und immer unterschiedlich. Also halt auch, wie man hält. Ja, sind auch wirklich sehr coole Tools. Dann zeige ich euch mal weitere. Also jetzt die nicht aus der Kiste, weil hier gibt es dann noch so diverse Ringe, was die genau bringen, weiß ich gar nicht. Also, ah, okay, jetzt habe ich es herausgefunden. Rechtsklick, zack. Was ist das denn für einer? Vortex Beam, okay, Beam Ring, okay, das kann man sich denken. Gucken wir mal ganz kurz einen anderen. Black Light Ring, gucken wir den mal. Okay, hier passiert jetzt nichts. Ja, egal. Machen weiter mit den Bad Tools, weil die sind auch wirklich sehr cool. Den Bad Glider nehmen wir. Das hier, Bad Bomb. Zeige ich euch auch mal. Drang. Ja, so. Zeige ich euch mal die ganzen Sachen hier. Also, das wollen wir erstmal ein paar. Okay, fangen wir an mit der Bad Antidote Pill. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Rechtsklick. Okay, ja, diese Pille kenne ich jetzt nicht, also habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Tut mir leid, da habe ich echt keine Ahnung, wie die ist. Also tue ich die einfach mal wieder weg. Dann gibt es ja noch den Batrang, den kann man halt so werfen. Macht 3 Damage. Dann der Throwing Bat, der ist eigentlich im Prinzip das gleiche, macht halt einfach nur deutlich mehr Damage. 5 ist schon, ja, schon deutlich viel, deutlich mehr, also 2 mehr. Dann gibt es hier noch die Sonic Bat Call, was total unnötig ist, weil man hat halt Fledermäuse, was bringt die einem? Finde ich ein bisschen dumm. Dumm. Gibt es die Bat Bomb. Zack. Ja, auch wirklich sehr cool. Dann gibt es hier den Bad Girls, also den gibt es auch noch halt von Batman, aber es ist jetzt Bad Girls Grappling Hook. Kann man einfach so schießen, zack, und man, ja, ist wie so ein Actionfilm mit so einer Kanone, wo so ein Haken rausgeschossen wird. Auch wirklich sehr cool. Und dann gibt es auch den Bad Glider, der auch extrem cool ist. Und zwar, wenn man jetzt einfach so springt, dann springt man ja einfach runter, zack, und mit dem Bad Glider gleitet man halt. Und auch ziemlich schnell und weit. Also extrem cool. Wirklich nützliches Item. Also bockt sie auf jeden Fall auch damit etwas zu machen. Ja, das waren dann eigentlich so die Bad Tools. Ich zeige euch dann jetzt noch die ganzen, ja, wie nennt man das? Die ganzen Schurken. Dafür nehmen wir uns aber einfach mal echt einen coolen Suit. Ich würde sagen, wir nehmen uns dafür Iron Man. Ja, Iron Man ist echt cool. Den nehmen wir uns jetzt einfach mal. Und dann nehmen wir dazu noch eine passende Waffe. Oder ne, passende Waffe nicht unbedingt. Wir nehmen jetzt einfach mal den Torhammer, oder nein, wir nehmen den Zepter hier, das Zepter. Und dann nehmen wir hier diese 6, ja, ich nenne es mal Spawn-Eier. Das sind nicht direkt Spawn-Eier, aber damit spawnt man sie halt. Und ich brauche einen Eimer Milch. Zack. Okay, fangen wir an hier mit diesem Call of Fear. Dann, ja, kommt hier dieser Scarecrow und der fügt dann halt diese ganzen Effekte dazu hinzu. Ja, komm, greif mit an. Der hat 300 Damage. Und ja, der stirbt jetzt ganz schnell. Zack, ich nehme jetzt einen Eimer Milch.
trink den jetzt, weil dann gehen die Effekte weg. Okay, dann machen wir weiter mit Catwoman. Wow, warte. Du bist böse, sollst du nicht machen. So, Catwoman hat 350 Leben. Auch wirklich krass stark. Warte, gehen wir mal in den Survival-Modus. Sonst ist das halt aber Creative-Modus. Ja, sie ist auch krass schnell. Ja, und tot ist sie. Dann hier der Joker. Macht uns jetzt nicht wirklich viel Damage, aber er ist halt, hat halt sehr viel HP. Was habe ich denn gerade? Straw habe ich aufgesammelt, okay. Ja, komm. Zack. Okay, dann kommen wir jetzt hier zu Mandarin. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Spiel oder Film er gesagt, er kommt. Boah, aber der macht krass viel Damage. Boah, alter Schwede. Also, das ist echt viel. Puh. Okay, und er hat jetzt das hier gedroppt, also diesen, okay, mal zeigen, zack. Damit kann man die halt hier spawnen. Und du gehst schön weg. Ja, was willst du? Ja. Dann kommen wir jetzt hier zu Loki. Ich glaube, der kommt sogar aus Iron Man. Ich bin mir aber nicht sicher. Ihr könnt mich ja korrigieren in den Kommentaren, falls das nicht stimmen sollte. Ah, okay. Die greifen wohl an. Okay, wusste ich gar nicht. Ist auch cool. Dann wüsste ich gern, ob dieses Batman-Call da auch für einen, wenn die ganzen Fledermäuse auch für einen angreifen. Das wüsste ich jetzt gerne. Sonic Mad Call. Dann probieren wir jetzt mit dem Doomsday aus hier. Boah, 5000 AP. Boah, ist das viel. Und doch so schnell. Also, boah, der ist... Oh, fuck, ist der stark. Ich mach dem ja gar kein Damage. Ich glaube, der reckt sich durchgehend den Ball. Boah, nee, den krieg ich gar nicht besiegt. Also, der ist einfach zu stark. Ich glaube, nee, der ist einfach OP. Alter. Komm, meine Fledermäuse. Macht nix. Okay. Das ist echt ein bisschen schade, dass die jetzt nichts machen, Fledermäuse. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu krass hier. Deswegen fliege ich mal weg. Ja, aber trotzdem. An sich eine richtig coole Modifikation. Bockt sich auf jeden Fall auch gegen die ganzen Bosse zu kämpfen. Aber der ist einfach zu stark. Ja, das war's dann eigentlich auch vom Ingame-Part. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Desktop zur Installation. Bis gleich. So, hier wären wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Was ihr benötigt, sind diese beiden Dateien. Einmal die Modifikation selbst und die Microforge, beides für die 1.6.4. Dafür geht ihr einfach auf den Link, der wie in der Beschreibung ist. Dann kommt ihr hier auf diese Seite, scrollt einfach runter und klickt dann bei beiden Dateien hier auf Download. Dann öffnet ihr einfach mit Start und R das Fenster ausführen und gebt dort Prozent AppData Prozent ein und drückt dann auf OK. Dann geht ihr in den Punkt Minecraft-Ordner Versions und hier sehen wir, haben wir keine Microforge für die 1.6.4 installiert. Also machen wir Doppelklick auf den Installer, wählen Install Cleaned aus, das ist eigentlich immer standardmäßig drin und drücken einfach auf OK. So, und fertig ist Microforge installiert. Dann gehen wir zurück, dann müsst ihr den Mods-Ordner haben, den kriegt ihr, indem ihr den manuell erstellt oder einfach Minecraft Forge, also Minecraft startet mit dem Forge-Profil, damit dieser Mods-Ordner generiert wird und zieht dann einfach diese ganze ZIP-Datei hier rein. Ja, so ist diese Modifikation auch schon installiert, also ist ganz einfach. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem Mod und zu dem Video in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.